Na, gleich nochmal um 10. Wir können uns ja mal gönnen. Eine gute Waffe ist immer was Tolles. Ah, dem macht es auf jeden Fall ordentlich Damage. Noch 5 Mal. Jetzt wird sie ja langsam blau. Erhöht Haltbarkeit. So. Gut, na gut, die Haltbarkeit brauchen wir noch mal, sehe ich gerade. Ausrüstungsverbesserung. Maximale Haltbarkeit von unserer Waffe. Die hat jetzt schon ein bisschen nachgelassen. So, jetzt haben wir schon eh kein Gold mehr. Reicht erstmal. Sehr gut. Aber wir haben jetzt schon mal eine gute Waffe. So. Heiltränke. Alles rund um den Drache, Drachenbuch, bla bla blub. Wissen wir schon Bescheid. Wurde uns ja auch nochmal. Moment. Wurde uns ja auch nochmal erklärt in dem Sinne. Untersucht das Lager nördlich von Liberus Kluft. Die Quest hatten wir ja auch. Ich zeig gleich auf dem Drache. Liberus Kluft, das war hier hinten noch. Bei diesem Holzfällerlager. Da sah es ja gar nicht gut aus. Wenn wir da ehrlich sind, da sah es wirklich gar nicht gut aus. Teleportieren wir uns oder fliegen direkt mal hin. Liberus Kluft. Die Brücke ist ja zerstört worden durch diesen Riesendrache. So, gehen wir mal direkt dahin. Kannst wieder aufstehen, wir sind's nur. So, jetzt ist er bereit mit uns zu reden. Den Quest können wir schon abschließen. Wer gerne wissen möchte, was er uns zu sagen hat, immer noch die ersten Teile von Dragon's Profit gucken. Da haben wir nochmal alles ganz genau nachgeprüft und nachgelesen. Wir können hier was lernen, oder? Mächtiger Schlitzer. Den können wir erhöhen höchstens. Starker Körper. Soll ja was Passives, oder? Konstitution. Stärketraining, neuer Skill, Stärketraining. Ein passiver Skill, Stärketraining. Mhm. So, jetzt will ich mal kurz gucken, wenn das hier beim Meisterdings drinne ist. Ist das dann auch ein aktiver Skill, mächtiger? Nee. Ein Combo? Stärketraining können wir nicht nutzen. Können wir den hier runterschieben zum Beispiel? Nee, war ja ein passiver Skill. Drachenenergie, Combo-Skill. Ach hier, mächtiger Schlitzer. Aber ich denke mal, wenn es ein Combo-Skill ist wirklich, dann können wir den dann später ausführen. Zack. Was? Du hast ein aktives Skill erlernt. Öffne die Skillfenster K um. Ja, aber es ist in dem Sinne ein Combo-Skill. Den würde er so ausüben. So, jetzt schauen wir erstmal nach seinen Freunden. Zack, und hier hauen wir nochmal richtig drauf. Na los, komm. Hau mal ordentlich drauf. So. Jetzt hier gleich. Hier, er braucht Hilfe. Können wir gleich mal alle rumhauen.
Na los, komm. Hier gleich noch mit drauf. Level 7 erreicht. Mega gut. Die gleich hauen wir gleich mit um, wenn wir immer dabei sind. Sehr gut. Er kann schon mal zurückkehren, genau. Wir gehen direkt weiter. Ich glaube, hier waren irgendwo die nächsten gewesen. War das hier? Ja, hier gleich nebenan. Ah, da. Okay. Zack, einmal alles drauf. Die kommen gar nicht zum Skillen. Na, zeigt kurz so jetzt. Riesendrachen hier. Versperren hier alles. Gleich nochmal richtig drauf. Oh, Lord Rumpelstein macht das schon. Jetzt. Ne? Jetzt. So, können wir direkt weitergehen? Da hinten war noch die letzte. Gehen wir direkt auch hin. Na? Kleines Tänzchen. Da hinten ist er schon hinterm Ast. Jetzt lädt es auch mal kurz her, aber verfolgt werden. So. Gibt's einen auf die Nase, ganz einfach. Ah, heute hängt es mal ein bisschen extremer. Wird beim nächsten Stream bestimmt dann wieder besser. Aber halt heute einfach mal nicht. Soll es halt auch geben, solche Tage. Warum nicht? So. It's a good day. Raymond. Alles klar. Wir beschützen dich. Hab keine Angst. Er möchte Geleitschutz haben. Oje, oje. Zack. Ah, hier haben wir auch was. Einfacher Heiltrank. Nehmen wir gleich mit. Ah, jetzt wurde schon angegriffen. So schnell kann es gehen. Ach komm, jetzt rennt er nicht zurück. Dann müssen wir einfach hier nochmal mit zuhauen. Priester Beinwickel. Pum, 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 pum. Ist auf jeden Fall besser. Aber wir haben ja gar keine Anfängerrüstung da, was das betrifft, hat an. Jetzt hat er zumindest schon mal eine gute Hose an. So, du kannst weitergehen. Der alte Lord Rumpelstein, der beschützt dich. Na komm, ist ja nicht mehr weit. Dürfte eigentlich keine Probleme mehr geben. Ich mach derweil mal meine neue Figur auf, also neue Schatulle auf. Gibt's ein Schmuckstück nur? Das nächste erst wieder ab Level 9. So, alle wieder vereint. So. Ja.
Ach so, gut. Ah, wir haben gleich eine bessere Hose gekriegt. Sorry, but I must attend to another matter. Guck ich gleich mal nach. Hier war sie. Aktuelle ausgerüstet. Die wäre sogar etwas schlechter als die, die wir haben. Mit HP-Regeneration, magische Abwehr und alles drum und dran. Nee, da behalten wir die doch. Hat aber dafür physische Abwehr. Einige Punkte, die besser wären. Ja, gut, dann nehmen wir doch die. Sieht doch besser aus. So, wir sollen jetzt erstmal weiter. Moment, wird falsch kurz abgelenkt. Wir müssen kurz mal weitergehen und zwar. Ah, der hat noch ein Quest für uns, ne? Boah. Häng doch nicht so. Ah. Der Mann hinter der Kiste möchte was von uns. Okay. Wir sollen das hier hinten erstmal untersuchen. Ich glaube in der Höhle, ne? Ja. Ich freue mich schon auf die komplette Rüstung vom, vom Waffenmeister. Bisher ist er ziemlich interessant. Komm ruhig, verfolg mich. Ich brauch das. So, gibt's einen auf die Nase. Werde mal kurz verprügelt. So. Hier auch nochmal richtig drauf. Einmal im Kreis gedreht. So. Nach den kurzen Abschweifungen geht es jetzt direkt in die nette Höhle. Na, wo bleibt er denn, ne? Haut euch nicht alle rein, ne? Er war auch zur Not hier. So. Lädt's wieder ganz kurz. Das können wir sammeln. Na los, Knochensack. Komm ruhig. Dir schlage ich den Kopf ab. So. Zurück in der Unterwelt. Nichts passiert. Gehen wir doch mal hier an die seltsamen Dokumente. Auch hier. Nichts passiert. Aber wir haben ja noch genug zu untersuchen. So, jetzt scheint alles soweit fertig zu sein. Also wir können quasi wieder zurück an den ganzen bösen Leuten vorbei. Kurz wird geladen und schon geht's weiter. So. Einmal noch drauf. Bisschen Gold konnten wir uns jetzt auch wieder zusammenfarmen. Sehr gut. Hey, was machst du hier drin? Also ist ein bisschen zu eng für uns beide. So. Beide, alle drei tot. Oder totgestellt, wie auch immer. Hier haben wir erstmal alles erledigt. Steigen direkt auf unseren Drachen und dann geht's schon weiter. Wieder zurück in die Heimat. Zum lieben Jäger, der sehr, sehr beschäftigt ist. Wir haben bisher immer feststellen konnten. Immer wenn wir mit dem reden wollten, war es prinzipiell beschäftigt.
Das will mich doch heute ärgern. Moment. Wir stellen jetzt nochmal hier um. Das kann ja wohl nicht angehen. So, pam, 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 pam. Das machen wir hier mal hoch. Sehr gut. Mir ist egal. Lichteffekte können wir lassen. Wir stellen mal die... Sichtbarkeitsfaktor mal etwas sehr zurück. Ah, da muss er mehr laden. So kann er weiter vorausladen. So. Machen wir es jetzt so. Vielleicht schafft er es jetzt mal. Ach komm, hab dich nicht so. So ein kleiner Stunt. So, der hat nichts für uns. Der hier aber. Splitterfunktion. Elder Dragons be with you. Mhm. May you never fall. Elder Dragons be with you. Dam, 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 dam. Eigentlich haben wir ja eigentlich alles von ihm. Elder Dragons be with you. Ich gehe jetzt einfach zum Jäger. Bin jetzt ganz knallhart. Ach, nutzt die Splitterfusion. It's a good day. May you never fall. Ja, wir nutzen kurz die Splitterfusion. Damit das abgeschlossen ist. Be quickly. So, Splitterfusion. Beware of the shadows. Wir haben aber keine. Zumindest sieht es nicht danach aus. Elder Dragons be with you. Tum, 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 tum. Irgendwie hat er nichts für uns. Beware of the shadows. Tja, da können wir dir auch nicht weiterhelfen. Auf jeden Fall will ich jetzt erstmal noch weiteres Zeug verkaufen, was wir hier nicht brauchen. Zum Beispiel die Hose und die Hose und die Waffe. Und... Die Halskette ist eigentlich besser. Rüstungsdurchschlagen, Sonnenaufgehen, Halskette. Genau, da geht's nämlich hoch. Die ist schlechter. Die will ich gar nicht. Betrug! Ah, hier haben wir... Jetzt verstehe ich das. Wir haben noch so einen Beutel mit Drachensplittern. Den können wir ja aufmachen. Ja, ich weiß, die sind im anderen Beutel. Und jetzt können wir nämlich die Drachensplitterfusion machen. So, good day. Da haben wir den Quest nämlich dann auch abgeschlossen. Gibt's mehr HP? Ja, müssen wir ja. May you never fall. Zack. Elder Dragons be with you. So. Wir können die jetzt auch einsetzen. To you now. Drachensplitter entfernen. Ausrüstungsverbesserung. Attributswerte. Bootstausch. Oh, das gucke ich mir jetzt nicht erstmal an. Ich spiele jetzt erstmal weiter. Ich will Abenteuer erleben. Nachdem ich mich richtig gesetzt habe. So. Jetzt gucken wir mal. Eigentlich ist jetzt hier vorne noch was. Ah, hier war da noch was. Im Briefkasten, glaube ich. Nö. Fügt dem Drachensplitter eure Ausrüstung hinzu.
Das müsste ich nochmal gucken. Benutzung von Drachensplittern. Sprech mit Speer Doc, der in Jerik behandelt wird. Ah, hier muss man erstmal hin. Ja, das mit den Drachensplittern mache ich gleich. Erstmal zum Doc, dem helfen. So, was brauche? Einfach Gegenstände rüberreichen. Achso, jetzt konnten wir Nachricht des Speers schon herausfinden. Wir trampeln mal über den drüber. Stufe 8. So schnell kann das gehen. Zombie-Manipulator verbrennt die Alchemie-Werkzeuge des Zombie. Ja, das mussten wir auch noch machen. Was war hier hinten? Fliegen wir direkt hin mit unserem Drache, geht das schneller. Andere Seite, andere Seite. Hier müsste es irgendwo sein. Hier sind sie schon direkt. So, hauen wir erstmal den um. So, der Zombie-Manipulator. Zack, jetzt geht's hier erstmal ganz klar zur Sache. Den einen Zombie-Manipulator haben wir schon fertig gemacht, da haben wir den nächsten. Zack, nochmal drauf. Na los. So. Zack. Irgendwo waren noch mehr Werkzeuge. Ach, da haben wir schon ein paar Werkzeuge. Gleich mal durchkämpfen. Jetzt haben wir es doch. Werkzeuge haben wir angezündet. Das war auch noch nicht alles. Moment. Hier unten. Nase krabbelt. Jetzt. Wir müssen hier unten noch nach dem See hin. Waren wir hier richtig? Das ist aber Schluss hier mit dem Gelacke. Mann. Ist ja heftig. Einmal hier drauf. Zack. So, machen wir das. Das brauchen wir ja nicht. Das könnten wir anziehen. Gut. Tja. Hier haben wir jetzt die nächsten. Attackiert die Zombies der Steinbrücke. Die wollen es heute echt wissen.
Gut. Ich würde sagen, ich beende das erstmal an dieser Stelle. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Dragon's Profit. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei und sage bis dahin, euer Buddy und ciao!